Tja, Monsanto hat zweifellos recht gehabt, dass dieser Film kein gutes Licht auf den Konzern werfen wird. Das liegt allerdings nicht an der Autorin, sondern an den Fakten. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch einmal betonen, dass jedermann zu allen Informationen, die im Film gezeigt wurden, freien Zugang im Internet hat. Marie-Monique Robin hat sie lediglich zusammengefügt und aus der Anonymität geholt. Bei mir im Studio sind José Bouvet, den ich den französischen Zuschauern nicht vorstellen muss, für unsere Zuschauer in Deutschland. José Bouvet ist ein Umweltaktivist, der sich wie kaum ein anderer gegen den Anbau und die Verwendung von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln einsetzt und dafür auch schon mehrmals ins Gefängnis gegangen ist. Christian Vellot ist Wissenschaftler und nicht kategorisch gegen die Gentechnologie, wenn sie zum Beispiel für die Medizin nutzbringend verwendet wird. Seinem Forschungslabor werden aber Kredite gestrichen, deren Ergebnis nicht mit den Monsanto-Studien übereinstimmen. Außerdem wurde sein Vertrag nicht weiter verlängert. Ähnliche Fälle haben wir ja auch gerade im Film gesehen. Renate Sommer ist Agrarwissenschaftlerin und für die CDU Mitglied im Europäischen Parlament. Sie sagt, man solle aufhören, die Leute zu beunruhigen. Außerdem seien die gentechnisch veränderten Organismen längst überall verbreitet. Die Gentechnologie also eh nicht mehr zu stoppen. Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren. Herr Bouvet, können Sie das, was Sie im Film gerade gesehen haben, nach Ihren Erfahrungen so bestätigen? Angesichts meiner Erfahrungen kann ich das nur bestätigen und kann den Arte-Zuschauern sogar noch eines sagen. Es ist mir verboten, einzureisen in die Vereinigten Staaten mit der Firma Monsanto, weil ich mich angelegt habe, meine Maßnahmen in Frankreich, aber auch in anderen Ländern mit der Bewegung der Landlosen in Brasilien und in Indien haben dazu geführt, dass ich seit 2005 nicht mehr einreisen darf. Bei einer Gelegenheit hat man mir vorgehalten, ich hätte mich gegen die wirtschaftlichen Interessen amerikanischer Unternehmen verhalten. Und dann habe ich gesagt, welche Firma denn? Und dann haben die gesagt, Monsanto. Und ich musste zurück ins Flugzeug und nach Paris zurück. Ich kann das nur bestätigen. All diese Fakten sind zutreffend. Und beteiligt war ich ja auch insbesondere an dieser Aktion Ende der 80er Jahre, als versucht wurde, zur Steigerung der Milchleistung ein Hormon in der europäischen Rinderzucht durchzusetzen. Da haben wir europäisch konzertiert dagegen gekämpft und diesen Kampf führen wir heute bezüglich der GVO. Darüber sprechen wir später noch. Herr Vellot, erzählen Sie uns, was passierte, nachdem Sie Ihre Studie veröffentlicht hatten. Lassen Sie mich eine Kleinigkeit klarstellen. Es ging da nicht um eine wissenschaftliche Studie, die ich veröffentlicht habe, sondern einfach nur darum, ich bin Molekularbiologe, Genetiker und wie jeder Wissenschaftler, der Grundlagenforschung macht, Grundlagenforschung eben, die nicht mit Anwendungen in Zusammenhang steht, sondern nur Wissen sammeln will, dann nutzt man auch die Gentechnik. Die Gentechnik in verschiedenen Anwendungsbereichen wird sie jetzt eingesetzt, aber zunächst einmal ist sie ein Instrument der Forschung. Und die Probleme und den Druck, den ich da gespürt habe, das kam nicht von Monsanto, sondern eher von meinen Vorgesetzten nach meinen öffentlichen Stellungnahmen. Es lag mir immer am Herzen, die Bürger neben meiner wissenschaftlichen Tätigkeit darüber zu informieren, was in der Wissenschaft passiert, als Forscher im öffentlichen Dienst. Ich wollte einfach den Bürgern die Instrumente an die Hand geben, mit denen sie dann auch an den großen gesellschaftlichen Diskussionen über GVOs oder andere Anwendungen von Technologien teilnehmen können. Das wird uns ja häufig als Innovation hingestellt, aber es sind gesellschaftliche Weichenstellungen, die damit verbunden sind. Und mir war es einfach immer ein Anliegen, die Bürger auch zu informieren über die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten von GVOs. Seit 30 Jahren nutzen wir sie in den Laboratorien für die Grundlagenforschung, für die medizinisch-pharmazeutischen Anwendungsmöglichkeiten und jetzt auch in der Agrarindustrie. Es gibt also verschiedene Facetten, unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Und mir lag daran, das gut voneinander zu trennen. Denn ob man jetzt für die GVOs ist oder kontra, für manche und gegen andere. Da gibt es unterschiedliche Standpunkte und Argumente. Und ich habe mich eigentlich immer sehr gestört an der Tatsache, dass manche Wissenschaftler die GVOs einfach verteidigen wollen, indem sie medizinische Gründe dafür anführen, auch für die Anwendung im Agrarbereich. Deshalb habe ich mich an dieser Debatte beteiligt und habe auch deutlich meinen Standpunkt vertreten, habe zum Beispiel auch Gentechnikgegner in Frankreich in Verfahren verteidigt, weil ich denke, dass sie an unser Gewissen appellieren und nicht gegen die Wissenschaft sind. Auch so ein Gespräch, wie wir es heute führen, ist sicherlich
erst dadurch möglich geworden oder die Konzerne gebracht haben, die sich dann ganz gezielt über dieses Problem Gentechnik unterhalten haben. Mir war es einfach wichtig, die Bürger zu informieren, speziell auch zu erklären, inwiefern die Gentechnik eben nicht, wie man es uns glauben machen will, eine chirurgisch saubere Technik ist, sondern eine beliebige, bei der nichts beherrscht ist. Und ich wollte deutlich machen, wie unverantwortlich es ist, diese Organismen freizusetzen. Wir haben ja auch im Film Beispiele gesehen, Frau Sommer, wie Druck ausgeübt wurde, beispielsweise auch auf den schottischen Wissenschaftler, weil sie Forschungsergebnisse in Europa. Wie kann die Politik das zulassen? Ja, öffentlich haben, die Monsanto nicht passten, auch bei uns in... Politik darf sowas eigentlich nicht zulassen. Druck darf nicht ausgeübt werden. Und als ich mir den Film angesehen habe, jetzt muss ich auch sagen, ich war ein bisschen erschüttert. Es ist ja auch eine Ohrfeige für die Behörden in den USA beispielsweise. Die werden auch an den Pranger gestellt. Aber die Behörden wiederum haben nicht die Bevölkerung informiert. Es werden weitergehende Untersuchungen... Die Firma hat die Behörden informiert, vielleicht sogar unterbunden von Behörden. Und die FDA wird ja auch nicht in einem besonders guten Licht dargestellt. Ich denke, Politik hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sehr strenge Gesetze da sind, mit denen man in der Lage ist, mit dem, was existiert, umzugehen. Wir machen ja Realpolitik. Hat jemals jemand von Monsanto beispielsweise versucht, mit Ihnen als Politikerin Kontakt aufzunehmen? Im Werdegang des europäischen Gesetzespaketes zum Thema grüne Gentechnik, was wir in der letzten Legislaturperiode sehr hart und lange erarbeitet und dann schließlich gemeinsam mit allen Fraktionen übrigens verabschiedet haben, hatten wir natürlich ein ungeheures Lobbying von allen Seiten, aber wirklich von allen Seiten, von Gentechnikgegnern, von Umweltschützern, von verschiedensten Organisationen, natürlich auch von der Industrie und selbstverständlich waren wir auch dabei. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ruft da jemand an von Monsanto und was sagt er? Generell ist das Lobbying so, dass man um einen Gesprächstermin gebeten wird. Und wir sind auf solche Gespräche tatsächlich auch angewiesen. Denn wir bekommen nur den Gesetzesentwurf der Kommission vorgelegt und keinerlei Hintergrundinformationen. Das heißt, wir müssen uns viele Informationen zusammensuchen und mit sehr vielen Leuten sprechen, um uns selber ja vielleicht eine Art Mosaik zusammenzubauen. Welche verschiedenen Interessen gibt es denn? Wie sind die wissenschaftlichen Hintergründe? Und wie kann man das zusammenbringen und ein Gesetz eben machen, das ja, seinem Anspruch gerecht wird, dafür zu sorgen, dass die Bürger sicher sind. Wird da auch Druck auf Sie ausgeübt? Nein, das ist überhaupt nicht möglich. Wir werden auch nicht geschmiert, bezahlt oder ähnliches. Wenn jemand versuchen würde, Druck auf mich auszuüben, dann würde er sehr schlecht dastehen. Dann würde ich das öffentlich machen und würde vor allen Dingen dieses Lobbying in Zukunft nicht mehr an mich rankommen lassen und würde das auch anderen Kollegen sagen. Herr Bouvet, das hört sich jetzt so an. Frau Sommer sagte gerade noch, das wirft kein gutes Licht auf die amerikanischen Behörden, insbesondere auch die FDA. Das hört sich so an, ja, in Amerika... Die bösen Amerikaner, aber wir hier bei uns in Europa, ist alles in Ordnung. Würden Sie das so unterschreiben? Das kann ich ganz bestimmt nicht. Ich würde sogar sagen, es gibt große Probleme heute. Viele Länder in Europa stellen ja zum Beispiel diese Bewertungskommission für GVOs in Frage. Das wird ja bestritten. Frankreich, Italien, auch andere wie Deutschland, eine Mehrheit von Ländern in Europa wollen eine neue Bewertungsinstanz, weil das bisher einfach doch mehr oder weniger laissez-faire war in Europa. Das ist das erste Problem. Und zweitens, wenn Firmen wie Monsanto die Absicht haben, eine neue genetisch veränderte Sorte in Europa einzuführen, müssen sie eigentlich Studien vorlegen. Aber diese Studien darf kein Mensch lesen. Greenpeace in Deutschland hat sich das vor Gericht erstritten, diese Transparenz. Man muss vor Gericht ziehen, das ist doch nicht normal. Der Bürger in Europa bekommt heute überhaupt keine seriöse und unabhängige Information und unabhängige Labors dürfen auch keine Gegenstudien machen. Die Firmen bewerten und beantragen dann bei den europäischen Gremien das Abnicken ihrer Bewertung. Das kann doch so nicht sein. Und letzter Punkt, den ich einwenden muss, was hier bewertet wird, das sind ja die Inhalte, die von der Firma selbst kommen, wie Monsanto. Die Frage wird ja nie gestellt, ob diese GVO nun sinnvoll sind für den Landwirt
oder nicht, ob sie für den Verbraucher wünschenswert sind, ob sie schädlich für die Umwelt sind, das sind die interessanten Fragen. Es wird den Firmen heute viel zu leicht gemacht, auf den europäischen Markt zu kommen mit ihren Produkten, weil die Bestimmungen so sind, wie ich es dargelegt habe und weil enormer Druck international aufgebaut wird, seitens der Welthandelsorganisation, das haben wir auch im Film gesehen, damit der Markt dauerhaft geöffnet wird. Für die Rinderzucht, für die Landwirtschaft, da wird Druck gemacht und da heißt es dann, wenn ihr die Produkte nicht akzeptiert, dann wird Europa vor Gericht belangt, wie das damals war, als wir so gekämpft haben gegen diese Rinderhormone. Also dem muss ich widersprechen, wenn ich etwas sagen darf. Es ist nicht richtig, dass in Europa laissez-faire herrscht. Überhaupt nicht. Wir haben ein sehr strenges Gesetzesregime, das strengste Gesetzesregime weltweit zum Thema GVO. Und wir haben eine europäische... Genveränderte Organismen. Genetisch veränderte Organismen, GVO. Wir haben... die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ins Leben gerufen. Das ist eine unabhängige Behörde, die extra deswegen installiert wurde, damit nicht nationale Behörden vielleicht jeder für sich entscheiden kann, und um ein unabhängiges Gremium zu haben. Und diese Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ist zuständig nach den europäischen Gesetzen natürlich für die Beurteilung von Zulassungsanträgen. Und es wird längst nicht alles reingelassen und längst nicht alles zugelassen. Wir haben die Freisetzung Richtlinie, weil solche Produkte beurteilt werden und nach der entschieden wird, ob sie freigesetzt werden. Sehr lange Prüfverfahren. Und nicht nur die EFSA beurteilt ein Produkt vor der Freisetzung, sondern insgesamt etwa 50 Behörden, denn es gibt in den Mitgliedstaaten auch Behörden, die auch noch mitreden. 50 Behörden etwa in der gesamten EU prüfen ein Produkt, ob es zulassungsreif ist oder nicht, ob es freigesetzt werden darf oder nicht. Herr Velot, Sie schütteln den Kopf. Ja, ich schüttle den Kopf, weil ich überhaupt nicht einverstanden bin mit dem Gesagten. Es mag schon so sein, dass wir in Europa die striktesten Bestimmungen haben, aber was bringt das, wenn rundherum in der Welt eine solche lasche Haltung herrscht? Und trotzdem reicht es nicht aus. Der Film zeigt es ja. Das große Problem überhaupt ist, dass es uns an Beurteilungsmöglichkeiten fehlt. Herr Bouvet sagte, zunächst müssen wir uns mal über den sozialen Nutzen unterhalten. Wem bringt es etwas? Wer will das? Bevor wir uns über die Sicherheit unterhalten. Aber zur Beurteilung, zur Bewertung, da fehlen uns die Mittel dazu. Ganz einfach deshalb, weil wir es hier zu 99%, wie der Film das zeigt, mit Pflanzen zu tun haben, die Pestizidpflanzen sind. Das heißt, in ihren Zellen ein Pestizid tragen. Weil sie genetisch verändert sind, weil sie permanent wie die BT-Pflanzen ein Insektizid produzieren oder Herbizide vertragen können und aufnehmen können. Da wäre dann doch das Mindeste, dass man diese Pflanzen auch wie Pestizide prüft. Die EU-Richtlinie 91/414, die sich mit diesem Thema befasst, sagt, für die Zulassung ist erforderlich, dass 90-Tage-Tests mindestens an 3 Tierarten durchgeführt wurden, plus 2 Jahrestests an Ratten, um die chronische Wirkung zu beurteilen. Die 90-Tage-Tests, die prüfen die Akutwirkung, die Sofortwirkung. Diese Genpflanzen mit Pestizidwirkung, mit denen ja Tiere und Menschen direkt in Kontakt kommen, auch wenn sie Produkte aus diesen Pflanzen verzehren, aufnehmen, für diese Pflanzen hat es nur 90-Tage-Tests an einer einzigen Tierspezies gegeben zur Beurteilung der Toxikologie. Da fehlt es an Daten, absolut. Und wie José Bouvet sagte, da gibt es dann Firmengeheimnisse und deshalb werden die Labors von den Firmen selbst beauftragt und dann fehlt es an der Transparenz. Und jedes Mal, wenn wir Rohdaten aus diesen Tests haben wollten, dann war das eine riesige juristische Auseinandersetzung. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir ein paar wenige unzureichende Tests haben, in die wir Einblick nehmen konnten, aufgrund dieser juristischen Streitereien, wo es um Leber- und Nierenfunktion geht, die eventuell gestört werden könnten. Jetzt sagen wir nicht, diese Ergebnisse reichen aus, um eindeutig nachzuweisen, dass diese GVOs toxisch sind, schädlich für die Gesundheit. Wir sagen einfach, die Ergebnisse sind beunruhigend und wissenschaftlich auch so kontrovers, dass wir sagen, nein, diese Studien müssen von unabhängigen Labors noch einmal wiederholt werden, bis alles eindeutig klar ist. Aber da fehlt natürlich wegen Patentschutz und Profit, der gemacht werden soll, einfach die Zeit.
Ich frage mich auch, Frau Sommer, wie Sie so sicher sein können. Ich würde einfach sagen, wenn ich als Politiker Verantwortung hätte, solange es Zweifel gibt, kann ich eigentlich ja Produkte nicht auf die Menschheit loslassen. Wenn wir das Beispiel Monsanto 810, den Genmais beispielsweise nehmen, der von Monsanto produziert wurde. Da hat also die EU-Kommission über den Kopf der einzelnen Ausschüsse hinweg entschieden, das soll zugelassen werden. Nun gibt es nach verschiedenen Protesten, hat dann der Wissenschaftsausschuss in Frankreich ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es doch erhebliche Zweifel gibt. In dieser Studie, die im Dezember 2007 veröffentlicht wurde, mehrere neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Unter anderem die Pollenverbreitung ist viel größer als bisher angenommen. Fremdbestäubung kann nicht ausgeschlossen werden. Nebenwirkungen auf die Fauna. Neue Fakten bestätigen die Möglichkeit langfristig erwiesener toxischer Effekte. Und so weiter und so fort. Menschliche Gesundheit. Neue Fakten auf die Auswirkungen. Toxologische Daten. 90-Tage-Tests reichen nicht aus. Zu all diesen Erkenntnissen ist man aber nicht gekommen, weil Politiker Druck gemacht haben, sondern weil Wissenschaftler oder Umweltaktivisten Druck gemacht haben. Wie können Sie den Menschen empfehlen, das können wir so machen? Zunächst einmal, also Monsanto 810 hat ja die Zulassung bekommen durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und anschließend dann offiziell durch die Europäische Kommission. Das ist der Weg. Das Europäische Parlament hat damit gar nichts zu tun. Wir haben die Gesetze gemacht, zusammen mit dem Ministerrat, die die Freisetzung regeln und die übrigens auch regeln, dass Produkte, in denen Gentechnik drin ist, auch als solche gekennzeichnet werden müssen und auch, dass sichergestellt werden muss, dass nachzuvollziehen ist, wo kommt ein Produkt her, die sogenannte Rückverfolgbarkeit. Das haben wir gemacht. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber Sie haben vorhin gesagt, Sie haben hier in Europa die strengsten Gesetze überhaupt. Mehr als 50 Behörden, die eingeschaltet worden sind. 2007 kommt eine neue Studie heraus, die feststellt, all diese 50 Instanzen, die durchlaufen sind, haben möglicherweise Fehler gemacht. Nein, wie soll man sich das vorstellen? Das ist doch der Beweis dafür, dass die Instanzen nicht ausreichen. Das ist doch ganz anders gelaufen in Frankreich. Da ist ein Ad-hoc-Gremium zusammengesetzt worden, in dem waren, ich glaube, 14 Wissenschaftler, aber soweit ich gehört habe, auch Vertreter von verschiedenen Interessengruppen, das weiß ich nicht genau. Dieses Gremium hat im November letzten Jahres seine Arbeit angefangen und sollte MON 810 überprüfen und hat Anfang Januar schon einen vorläufigen Bericht geliefert. Dieses Gremium war unter Zeitdruck. Und dann haben die Wissenschaftler in diesem Gremium gesagt, so kann man eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich arbeiten. In dem kurzen Zeitraum sind wir zu keinen anderen Ergebnissen gekommen. In der Öffentlichkeit aber, durch den Vorsitzenden dieses Ausschusses, wurde es anders dargestellt. Da war dann plötzlich der Begriff, es sind schwere Bedenken oder so vorhanden da. Also soweit ich gehört habe, ich war nicht dabei, also ich kann es nicht beurteilen, aber soweit ich gehört habe, ist diese Darstellung, dass dieses Gremium sagt, ach, das ist plötzlich alles unsicher und das muss vom Markt, diese Darstellung ist so nicht richtig. Aber Monsanto es wäre ist doch ja auch mit unwissenschaftlich in so kurzer Zeit, wenn ich das noch sagen darf, es wäre doch unwissenschaftlich in so kurzer Zeit ein Produkt überprüfen zu wollen. Da war noch Weihnachten dazwischen. Aber das ist doch nicht, das sind doch nicht die einzigen Bedenken, die geäußert wurden. Wir haben den ganzen Film gesehen, wie viele Bedenken es schon gab. Sie müssten doch im Prinzip im Zweifel eher den Wissenschaftlern hier trauen, als einem Unternehmen wie Monsanto, das nun, sagen wir mal, etwas shaky ist, oder? Also ich will mal eins klarstellen. Ich habe überhaupt keinen Anlass, Monsanto in Schutz zu nehmen oder dieses Produkt in Schutz zu nehmen. Aber ich habe schon einen Anlass, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in Schutz zu nehmen und unsere Gesetze, unsere Regelungen in Schutz zu nehmen. Denn das ist das Weitestgehende, was überhaupt möglich ist, was es überhaupt wirklich gibt. Und ich muss den Wissenschaftlern Vertrauen. Ich bin kein Mikrobiologe, kein Molekularbiologe oder was da immer gebraucht wird. Ich selber kann es wissenschaftlich nicht beurteilen. Ich muss diesen Wissenschaftlern vertrauen. Man muss nur auch endlich mal sagen, es wird dem Volk vorgegaukelt. Wir könnten, wenn wir jetzt irgendein Produkt, es geht gar nicht unbedingt nur um dieses Produkt, wenn wir jetzt die Gentechnik verbieten in Europa, könnten wir ein wunderbar glückliches Leben ohne Gentechnik bei uns führen. Das ist ja falsch. Wir haben ja Gentechnik. Und sie kommt tagtäglich zigtausend tonnenweise zu uns rein. Und das war ja der Anlass dafür, dass wir diese Gesetze gemacht haben. Wir kommen ohne Eiweißfuttermittel, die wir importieren, nicht aus in unserer Tierproduktion. Wir selber können gar nicht so viel Futtermittel produzieren, wie wir brauchen, um
die Nachfrage in der europäischen Bevölkerung zu decken. Und das meiste, was reinkommt, ist heutzutage tatsächlich GVO, genetisch veränderte Produkte. Und das liegt natürlich an der Situation in den USA und das liegt auch an der Monopolstellung von Monsanto. Nur man muss auch fragen, wie ist denn diese Monopolstellung entstanden? Die ist durchaus auch dadurch entstanden, dass in Europa dafür gesorgt wurde, durch Proteste, durch Gentechnikgegner, durch Politiker, die dann sagen, oh, da müssen wir aber versuchen, Gentechnik zumindest bei uns zu Hause, aus unserem kleinen Ländchen rauszuhalten. Dadurch wird Gentechnik bei uns verhindert, und zwar die Forschung. Es gibt so viel mittelständische Forschung bei uns in Europa, die einfach keine Chance hat, weil wenn man das Umfeld vernichtet, in dem geforscht wird, oder wenn man das Produkt verbietet, kann ich auch nicht weiter forschen. Natürlich, ich muss doch irgendwann in der Forschung auch in die Freisetzung gehen. Das so, jetzt habe ich der Frau Sommer mal etwas länger gelassen, weil wir hatten sie ja auch hart attackiert. Meine Herren. Bisher durften die anderen auch viel länger reden. Herr Boulay. Lassen Sie mich in zwei Punkten antworten, ohne alle Polemik. Wir haben ein Problem mit der Demokratie in Europa heute, gar keine Frage. Und da liegt einiges im Argen. Wenn heute diskutiert wird über eine neue Zulassung eines gentechnisch veränderten Organismus auf europäischer Ebene, dann treten die Umweltminister zusammen und geben ihre Stellungnahme ab im Lichte der vorliegenden Studien. Und wenn sie mehrheitlich negativ sich äußern gegen ein GVO, aber eben nicht die Zweidrittelmehrheit erreichen, dann wird diese negative Stellungnahme gar nicht berücksichtigt. Dann entscheidet die Kommission einfach. Und nein, dann wird da kein Beschluss gefasst. Das stimmt nicht. Da gibt es keinen Beschluss. Nein, das heißt klipp und klar, dass die Kommission heutzutage entscheidet, ihre Stellungnahme durchsetzt, obwohl möglicherweise eine Mehrheit von Ländern dagegen sind. So läuft das heute ab. Und das finde ich ziemlich schlimm. Was die Frage der EFSA angeht, als Bewertungsstelle, da verstehe ich diese Einstellung nicht. Klar ist die EFSA besser als gar nichts. Aber wie gerade schon gesagt, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich fordern doch heute, dass diese Stelle völlig auseinandergenommen und neu zusammengesetzt wird, eine neue Bewertung gefunden wird. Und noch etwas, worauf ich eingehen möchte, da die Importe zur Sprache gekommen sind. Europa importiert pflanzliche Proteine, besonders Soja, weil wir nicht genug erzeugen. Aber warum ist das denn überhaupt so? Weil Europa gezwungen worden ist, als die gemeinsame Agrarpolitik entstand, Ende der 50er Jahre, die Anbaufläche für pflanzliche Proteine zu begrenzen. Das waren diese berühmten Blair-House-Abkommen, aufgrund derer Europa nicht mehr als 5 Millionen Hektar bebauen durfte mit pflanzlichen Proteinen. Und so konnte Soja aus den USA eingeführt werden, ohne alle Abgaben und Zölle. So machen die Vereinigten Staaten seit nunmehr 50 Jahren einen irren Druck und hindern Europa daran, sein eigenes pflanzliches Protein zu erzeugen. Und wir sind im Würgegriff von solchen Industrieerzeugern wie Monsanto und können nicht unabhängig sein. Da muss sich vieles ändern. Da brauchen wir eine neue gemeinsame Agrarpolitik, aber mit einem Produktionsplan, damit der Bedarf zusammenpasst in der Viehzucht und in der wirtschaftlichen Erzeugung. Herr Willow, greifen wir die Frage vorhin nochmal auf. Es ist so viel Gentechnologie hier schon drin, es ist sowieso nichts mehr zu stoppen und nichts mehr rückgängig zu machen. Würden Sie das auch so? So pessimistisch wäre ich eigentlich nicht. Man muss auch einfach sehen, die Absicht von Firmen wie Monsanto, dass wir im Jahr 2000 hier in Europa schon einen Anteil von 50% Gentechnik haben sollten, das hat auch nicht geklappt. Wir sind auch bei unter 1% bei den Anbauflächen. Aber der Import ist ja auch ein wichtiger Bereich. Ein Moratorium, ein vorübergehendes Verbot des Anbaus, das reicht nicht aus. Wir brauchen dasselbe auch beim Import. Denn man erzählt uns, das ist doch kein Problem, wenn die Kühe jetzt Soja, Gensoja aus Brasilien oder aus den USA fressen. Also, dass man jetzt die veränderten Organismen in der Milch oder im Fleisch findet, von der Pflanze, mit der die Tiere ernährt wurden, das ist praktisch gleich null. Aber was man in den Tieren findet, in der Milch, im Fleisch, in den Eiern, das sind die Pestizide, die die Pflanzen bekommen haben. Roundup beispielsweise. Das ist ja Roundup-Soja. Und das akkumuliert in diesen Pflanzen. Und da haben wir keine Rückverfolgbarkeit in
Europa für diese pflanzlichen Produkte. Da wird der Bürger wie ein Versuchskaninchen behandelt. Und noch ein Wort zur Forschung. Da sagt man, ja, wer gegen die GVOs ist, Frau Sommer hatte sich, glaube ich, auch so ausgedrückt, der lähmt die Forschung in Europa. Also jetzt mal nicht die Dinge durcheinander bringen. Wir haben die Forschung auf der einen und die Innovation auf der anderen Seite. Das sind unterschiedliche Sachen. Innovation ist bei uns dem Industrieministerium angegliedert, die Forschung dem Wissenschaftsministerium. Was auf den Feldern stattfindet mit den Genprodukten, ist Innovation, keine Forschung. Und die Forschung, die wird auch nicht dadurch behindert, dass man gegen die GVOs auf unseren Feldern ist. Die Gentechnik setzen wir schon immer in unseren Forschungslabors ein und das wird auch weiter so sein. Das Problem ist, darf man auf den Feldern und vor allem auf unserem Tisch alles erlauben? Und dann noch ein Wort zur Europäischen Bewertungsstelle für die Nahrungsmittelsicherheit, zur EFSA. Politiker können natürlich nicht auf allen Gebieten Spezialisten sein. Sie brauchen also Experten, auf deren Meinung sie sich stützen können. Die sogenannte Expertenauffassung. Da sind wir aber bei der Frage der Unabhängigkeit derer, die in diesen Gremien sitzen. Man muss dazu wissen, die EFSA, die Europäische Bewertungsstelle, hat noch nie einen einzigen Zulassungsantrag für GVOs negativ beschieden. Jedes Mal, wenn es im Ministerrat keine notwendige Zweidrittelmehrheit gibt, stützt man sich auf die Auffassung der EFSA. Und das führt dazu, dass alle Anträge positiv beschieden werden. Da mache ich mir große Sorgen. Natürlich muss die Politik sich auf Experten stützen können, aber das ist das Problem der Unabhängigkeit und der Interessenkonflikte dieser Mitglieder. Ja, ich möchte Ihnen allen und auch den Zuschauern noch einen kurzen Film zeigen. Dauert nur eine Minute, aber es wird vielleicht überraschend sein. Ende Februar wurde unweit des Nordpols auf Spitzbergen so etwas wie die größte Tiefkühltruhe der Welt eingeweiht. Eine Arche Noah für alle Nutzpflanzen auf der Welt. Es werden dort die Keime von mehr als 4 Millionen Pflanzen gesammelt, eingefroren und für die Zukunft gesichert. Das schauen wir uns mal an. Durchschnittstemperaturen von nahe minus 20 Grad. Eine eher unwirtliche Gegend. Im ewigen Eis von Spitzbergen entsteht eine moderne Arche Noah. Alle Länder der Welt können tief im Innern eines Berges Pflanzensamen einlagern, um sie zum Beispiel vor Katastrophen aller Art zu schützen. Eine Schatzkammer, die unsere Pflanzenvielfalt auch für kommende Generationen sichern soll. Wir brauchen die Pflanzenvielfalt in dieser Welt, jede einzelne Sorte, denn wir müssen die Nutzpflanzen anpassen an alles, was auf sie zukommt, neue Krankheitserreger oder auch die Klimaerwärmung. Das können wir aber nur, wenn wir alle Sorten zur Verfügung haben. Bei der Eröffnung Anfang Februar hat auch EU-Kommissionspräsident Emmanuel Barroso ein paar Reiskörner zur Saatgutbank beigesteuert. Langfristig sollen in Spitzbergen 4,5 Millionen Samenarten eingefroren werden. Norwegen hat die 6 Millionen Euro für den Bau der Lagerhallen bezahlt. Jeder Staat bleibt jedoch Eigentümer der gelagerten Pflanzensamen. Eine lange Zeit. Und anders als bei herkömmlichen Tiefkühltruhen ist der norwegische Dauerfrost sogar vor Stromausfällen gefeit. Hier, ganz deutlich, alle Feuchtigkeit im Stein ist gefroren. Das wird erstmal so bleiben, denn die Erwärmung eines Felsens geht langsam. Das dauert einige tausend Jahre, bis der Permafrost schmilzt. Der Eingang der Schatzkammer befindet sich in 130 Metern Höhe, falls der Meeresspiegel einmal steigen sollte. Selbst Atomraketen sollen im Berg angeblich nichts anhaben können. Letzte Woche hat er einem starken Erdbeben getrotzt. Überwachungskameras und Eisbären schützen die Saatgutbank vor Eindringlingen. Herr Bouvet, ein gefrorener Garten Eden, eine Lebensversicherung für die Menschheit. Sind wir schon so weit, dass wir sowas brauchen? Also mir machen solche Projekte Angst, denn das ist eine Art von Privatisierung von Naturgütern. Schauen Sie sich an, wer Geld gegeben hat, nicht nur der norwegische Staat, auch private Firmen. Ich glaube auch die Gates-Stiftung. Eine Reihe von Leuten arbeiten an diesem Sanktuarium mit. Und das bedeutet einfach, dass im Namen einiger Firmen Saatgut von einer gleichen Stelle eingelagert wird und wenn die Verschmutzung dann überall ist und man neue Sorten braucht, dann haben die Firmen sehr privat Zugriff zu diesem Speicher. Heute haben wir Vielfalt. Und Landwirtschaft bedeutet Ausweitung von Vielfalt. Und die Arbeit von Monsanto und anderen Firmen dieser Branche läuft auf das Gegenteil hinaus. Man will die Vielfalt beenden. Man hat es im Film gesehen, was dort mit den alten Sorten in Mexiko passiert. Furchtbar. Wenn also dieses Saatgut in Norwegen eingelagert ist, dann haben irgendwann nur noch die Firmen Zugriff und können dann ihr Saatgut verkaufen mit dem entsprechenden
entsprechenden Patentschutz, weil nur sie es haben. Das ist eine Logik, bei der nur noch die Gesetze der Industrie zählen. Gegen die Interessen aller Bauern dieser Welt und gegen die Interessen der Vielfalt in der Natur, die sich selber weiterentwickeln würde. Wir bräuchten das gar nicht, wenn die Industrie die Landwirtschaft nicht so im Griff hätte. Eine Frage zum Schluss, Frau Sommer, die in unserem Internetforum gestellt wurde. Ein Benutzer, der dort war: Wie sehr können wir denn überhaupt den Politikern noch vertrauen? Müssten sie uns nicht mehr schützen? Müssten sie nicht mehr für Transparenz sorgen? Vielleicht eine kurze Antwort. Ich denke, Sie können uns da sehr wohl vertrauen. Wir haben uns sehr, sehr große Gedanken gemacht und haben alles, was für uns an Wissen heranzuziehen war, zusammengetragen, bevor wir diese Gesetze gemacht haben. Es ist ein parteienübergreifender, fraktionsübergreifender Kompromiss bei beiden großen Gesetzen. Die Freisetzungsregelung und die Regelung zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von genetisch veränderten Produkten. Alle Fraktionen haben mitgestimmt, alle Mitgliedstaaten haben das mitbeschlossen. Und ich meine, das ist etwas, womit wir die Gentechnik handhaben können in Europa. Das bisschen, was wir bisher haben. Also wir haben bisher sehr, sehr wenig zugelassen. Und wir müssen sehen, dass wir durch Gesetze die Sache im Griff behalten und dass wir eben nicht überschwemmt werden. Herr Velou, auch an Sie noch eine Frage, die bei uns im Internetforum gestellt wurde, mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil uns die Zeit davonläuft. Die Frage ist die: Wie sehr können wir denn der Wissenschaft noch vertrauen, wenn Geschäftsinteressen ganz offensichtlich oftmals dahinter stehen und wenn auch Druck auf Wissenschaftler ausgeübt wird? Ja, das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage, nämlich die nach den Interessenskonflikten, die da möglicherweise vorhanden sind. Wenn ein Wissenschaftler von einer Lobby Geld bekommt, dann würde ich sagen, kann man auch ihm nicht unbedingt trauen bei seinen Ergebnissen. Andererseits muss man sagen, gibt es ja auch nicht nur die Lobby, die Forschung finanziert. Es gibt auch diese wissenschaftsgläubige Lobby, die einfach meint, die Wissenschaft sei das Wundermittel für alles. Sie könne alle Probleme lösen. Man stellt da die Wissenschaft als Religion dar. Dagegen kann man was tun, indem man die Ausbildung der Wissenschaftler verändert. In den 10 Jahren des Studiums, da gibt es nicht eine Stunde Philosophie, Ethik oder Sozialwissenschaft. Da werden genormte Einheitsforscher produziert und der Eindruck wird vermittelt, alles, was aus dem Labor kommt, sei gut für die Menschheit, weil es einfach aus der Forschung stammt. Das ist definitiv ein großes Problem. Und weil es schwierig ist, zu beurteilen, welcher Wissenschaftler jetzt welcher Lobby verpflichtet ist oder nicht, würde ich sagen, in diesen Expertenausschüssen müssen einfach Leute sitzen, die sowohl das Pro vertreten als auch das Kontra vertreten, aus allen wissenschaftlichen Disziplinen und aller möglichen Standpunkte. Herzlichen Dank, meine Damen, meine Herren, dass Sie heute bei uns waren. Wichtiges Thema. Und wenn Sie sich weiter informieren wollen, meine Damen und Herren, und wenn Sie auch diskutieren wollen, wir haben ein großes Internetforum eingerichtet. Ich habe schon darüber gesprochen. Und falls Sie sich noch nicht genug aufgeregt haben heute Abend nach dem, was Sie über Monsanto gesehen und gehört haben, dann kann Ihnen auch da geholfen werden. Wir haben noch ein Thema im Programm, das uns nicht gleichgültig lassen kann. Es geht um Rohstoffe, um Krieg, um Diamanten und um Demokratie. Der Kongo und was von den Hoffnungen aus dem Sommer 2006 geblieben ist, als die ersten freien Wahlen seit fast 50 Jahren stattfanden. Jetzt gleich bei uns auf Arte.